So, also jetzt, Sie haben heute schon sehr viel Geduld aufgebracht und wahrscheinlich ist Ihr Aufnahmevermögen schon sehr strapaziert und also mein Vortrag wird etwa eine halbe Stunde dauern und das Thema, wie angekündigt eben, Fragen zur Staatsschuldenkrise und wie durch eine Vollgeldreform diese Krise sehr schnell beendet werden kann. Das knüpft nahtlos an das an, was Michael Kumhoff gerade ausgeführt hat. Diese Bilder kennen Sie, also die Entwicklung der Staatsschulden in den fortgeschrittenen Industrieländern, in fast allen ein ähnliches Bild, so wie hier in Deutschland. Also überall rote bis tief dunkelrote, braunrote Schuldenstände. Also nicht nur in der Peripherie Europas, sondern wie gesagt in allen, fast allen fortgeschrittenen Industrieländern. Wenn man sich fragt, wer ist schuld an den Schulden, wo kommen die her, denkt man zuerst ganz natürlich, naja, schuld an den Schulden ist der, der sie macht. Also das sind die Politiker bzw. die Parteien und insofern haben wir es hier mit einem klassischen Fall von Staatsversagen oder Politikversagen zu tun. Das schließt allerdings auch uns mit ein, denn die Politiker machen die Schulden ja zum Teil auch wegen uns. Nicht uneigennützig, aber schon auch wegen uns. Als Wähler, als Wählergruppen, Interessengruppen, Anspruchsgruppen. Und also das muss man, wenn man auf die Politiker schimpft, nicht ganz vergessen. Ich will aber auf was anderes hinaus, nämlich etwas, was in der Diskussion zu diesem Thema fast vollständig, nicht, also es kommt nicht vor. Ich will nicht sagen, es wird unterdrückt, es ist einfach nicht präsent. Nämlich, zu so einem Schuldenverhältnis gehören immer zwei, nicht? Der Gläubiger und der Schuldner. Und wir haben hier nicht nur einen Fall von Staatsversagen, sondern in vollkommen gleichem Maße einen klassischen Fall von Marktversagen, insbesondere von Bankenversagen. Denn was auf der einen Seite ein Bestand an Schulden ist, das ist ja auf der anderen Seite ein Bestand an Geldvermögen, in diesem Fall ein Wertpapiervermögen, ein Anleihevermögen. Und das wird finanziert durch die überschießende Chiralgeldschöpfung der großen Banken. In jedem Land etwas anders. In Deutschland ist das ein Konsortium von so und so viel 30 Banken, die das machen. Und die drucken Geld im wahrsten Sinne des Wortes, um dem Staat seine Schulden zu bezahlen. Und wenn Sie es so betrachten, dann erkennen Sie sehr schnell, dass dieses Staatsschuldenproblem, das ist nichts anderes als noch eine Investmentblase. Ein klassischer Fall von Überinvestment in eine bestimmte Kategorie von Kapitalgut, von Finanzaktivum. Eine Megablase im wahrsten Sinn des Wortes, also hier ein Überinvestment in Staatsanleihen. Das ist, soll ich sagen, ironisch oder paradox oder vielleicht sogar sagen pervers. Der Staat hat sich selbst verboten, sein eigenes Geld zu erzeugen. In der Europäischen Union hat das sogar eine Art Grundgesetzcharakter bekommen in Form des Artikel 123.1 Lissabon-Vertrag, in dem drin steht ausdrücklich, die Zentralbank darf sich in keiner Weise an der Finanzierung des Staates beteiligen. In keiner Weise. Es gibt nicht mal mehr kleinen Kassenkredit, um Dinge zu überbrücken. Nicht? Also das, was der Staat sich verboten hat, das aber machen nun die Banken für den Staat umso gedankenloser, nämlich in inflationärer Weise Geld drucken bis zum Zusammenbruch, wobei Sie Inflation bitte nicht nur verstehen im Sinne der Verbraucherpreisinflation, die wir durchaus weiterhin haben, sondern vor allem im Sinne der Asset Inflation und der Asset Price Inflation, also des Entstehens von Spekulationsblasen, des Entstehens großer Volumina von Wertpapieren, und auch durchaus also Preisinflation bestimmter Kategorien von Wertpapieren oder Immobilien, Aktien, je nachdem, um was es sich handelt. Warum machen die Banken das? Nun, weil der Staat normalerweise
der denkbar beste Schuldner ist, weil er den größten Geldfluss hat. Fast die Hälfte der Wirtschaftsleistung fließt sekundär über öffentliche Haushalte. Und der Staat hat das Steuermonopol, um dieses Geld zu mobilisieren. Er hat das Gewaltmonopol, um auch sicherzustellen, dass dieser Geldfluss nicht zum Erliegen kommt. Das ist natürlich in den Augen eines Gläubigers ein denkbar bester Schuldner. Und wie machen die Banken das? Und da kommen wir zurück auf das heute gegebene Chiralgeldregime, auch fraktionales Reserve Banking genannt. Das bedeutet, dass also die Banken, vor allen Dingen die großen Banken, können Beträge, die sie, Kredite, die sie ausstellen und damit neues Chiralgeld, also neues Sichtguthaben schöpfen, das können die erstmal so in die Bücher schreiben, also ihrem Kontogut schreiben. Aktuell müssen davon faktisch nur 3% gedeckt oder refinanziert sein durch Zentralbankgeld. Und diese 3% setzen sich zusammen aus 1,4% Bargeld, 1% Mindestreserve und dann noch 0,1 bis 0, noch etwas Überschussreserve. Überschussreserve, das sind die Mittel, die Banken benötigen, um am Ende der täglichen Verrechnungen von Zahlungsströmen, da entsteht ein Saldo und der muss in Zentralbankgeld beglichen werden. Und dafür braucht man eine sehr kleine Menge eben an Überschussreserve. Und so wird das gemacht und nicht zufällig hat es sich dadurch so ergeben. Rasant entwickelt hat sich dieses System in den letzten 30, 40 Jahren. Und Sie sehen hier, die Banken selbst halten auch den Großteil der Staatsschuld. Nicht? Und sie sind auch die größten Nutznießer des beständig daraus fließenden Stromes an Zinsen. 55% in Deutschland der Staatsschuld oder der Staatsanleihen, Schatzbriefe und so weiter, befindet sich im Besitz von in- und ausländischen Banken. Ein Drittel befindet sich im Besitz von Kapitalanlagefonds und Versicherungen und nur der Rest, je nach Land, 7-16%, also im Besitz von privaten Haushalten. Was ich bei der Gelegenheit feststellen möchte, ist Folgendes. Die Finanzierung von Staatsanleihen auf diesem Wege der multiplen Chiralgeldschöpfung im Rahmen des fraktionalen Reservebanking, das ist einer von zwei Kanälen, durch welche die Chiralgeldschöpfung zu einer Aufblähung der Finanzaktiva beiträgt. Der andere Kanal, das ist die Aufhebelung von spekulativen Finanzmarktanlagen, die direkte Aufhebelung, Richard Werner hat vorhin darüber gesprochen, durch Bankenkredit, also man nennt das Leverage, nicht? Das Stichwort Leverage, dahinter verbirgt sich direkt Geld drucken, um damit am Finanzmarkt spekulative Investments zu tätigen. Das sind die beiden Hauptkanäle und sie verstärken sich gegenseitig. Über die Folgen haben Sie heute schon genug gehört. Die letzte Folge ist also diese Staatsschuldenproblematik, in der wir stecken und nicht so recht wissen, wie herauskommen. Ich sage hier nur zusammenfassend, wie man diese Politik charakterisieren kann. Das ist also eine Kombination von Beginn an gewesen aus Bailout-Politik und Konsolidierungspolitik. Bailout bedeutet, dass zwischenstaatliche finanzielle Stützungsmaßnahmen ergriffen werden, also wird Geld mobilisiert oder auch neu gedruckt und von insolvenzbedrohten Staaten oder deren Anleihen eben dieses Geld zur Verfügung gestellt, beziehungsweise indirekt oder direkt von dieser Problematik betroffenen Banken, die man stützen will oder muss, damit das System nicht zusammenbricht. Auf der einen Seite Konsolidierungspolitik bedeutet einfach, die Haushalte sollen in Ordnung gebracht werden und zwar vorzugsweise durch harte Einschnitte, durch harte Sparmaßnahmen, auch Austerität genannt. Die Instrumente der Bailout-Politik, die kennen Sie, die haben Sie wahrscheinlich, kommen Sie schon pressemäßig aus den Ohren raus, die verschiedenen Rettungsschirme zuletzt, also der nun auf Dauer gestellte europäische Stabilitätsmechanismus, den man betrachten kann als eine Bailout-Bank der Regierungen der Euro-Staaten. Und hinzu kommt von Seiten der Zentralbanken eine inzwischen sehr permissive Geldpolitik der Zentralbanken,
das, was Richard Werner geprägt hat, den Begriff Quantitative Easing, wobei ich glaube, dass im heutigen Sprachgebrauch der Begriff noch viel mehr umfasst, als Richard Werner ursprünglich ins Auge gefasst hat. Also jede erdenkliche Art und Weise, um den Banken direkt und indirekt durch die Zentralbank Geld bzw. Reserven zukommen zu lassen. Der Zweck dieser Politik besteht natürlich darin, Verluste von Gläubigern zu verhindern oder sie möglichst klein zu halten, wenn man sie nicht verhindern kann. Das Ganze vor dem Hintergrund des Damoklesschwerts eines weiterhin drohenden Systemzusammenbruchs, wenn also die Papiere und die Banken und so weiter nicht gestützt werden und möglicherweise auch, also die Angst besteht vor dem krisenbedingten Zerfall des Eurosystems an und für sich. Nun, die Wirksamkeit dieser Politik ist tatsächlich schwach. Das gilt insbesondere für das Vertrauen in die Rettungsschirme und in den ESM, das ist nicht vorhanden. Was funktioniert hat bisher, das ist in der Tat das Gelddrucken durch die Zentralbanken, die Politik des Quantitative Easing. Das verschafft jedes Mal eine gewisse Beruhigung, aber nun ist die Europäische Zentralbank inzwischen schon so weit, dass sie praktisch bedingungslos garantiert, jede Staatsanleihe, die irgendwie auf dem Markt ist, bei Bedarf aufzukaufen. Also ein größeres Geschütz kann sie kaum noch auffahren. Das hat vorübergehend jetzt, also bis jetzt, eine gewisse Wirkung gehabt. Wie weit das bleibt, weiß ich nicht. Es entsteht dann eine Problematik, von der ich nicht weiß, ob sie wirklich so unproblematisch ist, wie Richard Werner gesagt hat, nämlich, dass die Zentralbank kauft ja einseitig schlechte Anleihen. Die guten Anleihen behalten die Banken. Sie verkaufen die schlechten Anleihen, nicht? So, und sie wird dadurch oder ist schon geworden praktisch zu einer Bad Bank für marode Staatsanleihen. Und es kommt nun darauf an, was geschieht. Also einmal, wie die in der Zentralbankbilanz gebucht werden, zum Marktwert oder zum Nennwert. Und was geschieht, wenn die getilgt werden müssen? Irgendwann wird dann endlos rolliert, revolviert. Mir ist das nicht ganz so klar. Mir ist klar, dass die Zentralbank nicht eine gewöhnliche Bank ist. Und wenn die Zentralbank in der Bilanz eine Schieflage hat, muss sie deswegen nicht in die Insolvenz gehen. Zumal, wenn es die Zentralbank einer eigentlich sehr starken Währung ist, wie der Euro das weiterhin ist, nicht? Also eigentlich kann die Europäische Zentralbank ziemlich lange mit einer schiefen Bilanz leben, wenn sie will und wenn die Politik das will, nicht? Aber trotzdem, was das wiederum dann psychopolitisch auf Umwegen für Auswirkungen hat, das ist nicht so ganz klar, zumal die Situation erschwert wird durch immer höhere unbeglichene andere Schulden im System der europäischen Zentralbanken, nicht, die praktisch unbeglichene Rechnungen anschreiben lassen. Die einen lassen bei den anderen anschreiben und es nimmt kein Ende. Also man weiß nicht genau, wo das hinführt. Das ist eben offen. Und wenn die großen Geldmengen, ach so, die wollte ich Ihnen zeigen. Also mit Beginn der Krise, seit Beginn der Krise, haben alle großen industriellen Zentralbanken ihre Bilanz vervierfacht. Das heißt also, sie haben die Menge an Zentralbankgeld, an Reserven, die sie den Banken zur Verfügung gestellt haben, verdreifacht bis vervierfacht. Eine gewaltige Geldschwemme in Form einer Reservenschwemme. Und es ist nicht klar, was geschieht, wenn, also dieses Geld muss ja zurückgeholt werden. Das sind Kredite, die haben eine Frist. Es ist aber nicht klar, ob das fristgemäß wirklich dieses Geld zurückgeholt werden kann und was geschieht, wenn es nicht zurückgeholt werden kann. Im Moment ist das nur ein Inflationspotenzial, aber es könnte daraus praktisch neue Blasenbildungen und so weiter entstehen, wenn das nicht rechtzeitig sterilisiert werden kann. Ja, nun zum Thema Austerität, fiskalische Konsolidierungspolitik. Das kennen Sie alles, nicht? Was jetzt praktisch neu, oder was heißt neu? Der letzte Schritt in dieser Geschichte, das ist die wahrscheinliche Einführung des Europäischen Fiskalpaktes nächstes Jahr.
Darin werden also alle schon gegebenen Stabilitätskriterien bekräftigt, die man bisher bedenkenlos immer über den Haufen gerannt hat. Niemand hat sich wirklich daran gehalten. Also jetzt schwört man, in Zukunft wollen wir uns daran halten. Man ist verbunden mit dem Einführen einer allgemein gleichen Schuldenbremse, was Haushaltsdefizite angeht, Schuldenaufnahmen, um Haushaltsdefizite zu schließen. Ganz neu verschärfte Sanktionen bei Nichteinhalten durch den Europäischen Gerichtshof. Aber da muss man sagen, müssen wir erst. Also es bleibt zu sehen, ob das nicht einfach nur geduldiges Papier ist oder was das bedeutet. Was wir aber jetzt schon sehen, das ist die extrem harte Austeritätspolitik, die hilfenehmenden Staaten durch die Troika von EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalen Währungsfonds schon auferlegt wird und welche verheerenden Folgen das hat in den betroffenen Ländern. Erreicht werden sollen durch diese Ausgabenkürzung ausgeglichene Haushalte. Es sollen nicht mehr Schulden gemacht werden, ja, es sollen sogar Schulden abgestottert werden. Aber das ist natürlich eine Illusion, das funktioniert nie und nimmer. Die Wirkung ist katastrophal, sehr kontraproduktiv. Warum? Weil die Sparprogramme die Wirtschaft schrumpfen lassen. Schuldentilgung wird damit unmöglich und neuerliche Mehrverschuldung ist das wahrscheinliche Ergebnis dieser Politik, weil hier ein unhaltbarer Widerspruch vorhanden ist, der ja auch im Laufe dieses Jahres offen zutage getreten ist, nämlich zwischen der in der Tat gegebenen Notwendigkeit, fiskalisch zu konsolidieren, aber andererseits auch der gleichermaßen gegebenen Notwendigkeit, auf irgendeine Art und Weise zu einer realwirtschaftlichen Erholung zu kommen. Beides gleichzeitig geht nicht. Sie können sich vorstellen, die meisten Staaten, europäischen Staaten, haben eine Staatsquote bei etwa der Hälfte der Wirtschaftsleistung. Also die Gesamtheit der öffentlichen Ausgaben betragen etwa 50% des Bruttoinlandsproduktes. So. Und bei der Situation, wenn Sie jetzt die Staatsausgaben um 4 oder 8% zurückfahren, dann schrumpft die Wirtschaft um 2 bis 4%, nicht? Das ist inzwischen auch offiziell in der Studie der OECD bestätigt worden, aber ich glaube, man muss keine langen Forschungsprojekte machen, um diesen Zusammenhang zu begreifen, nicht? Also Austerität ist Schrumpfung programmiert und es trifft dann natürlich wen? Die Schwachen, die Armen, es trifft nicht die, die Steuerflucht begehen und ihr Geld irgendwo im Ausland in Sicherheit bringen und so weiter. Nun, die Situation stellt sich dar als eine fortgesetzte Art von Insolvenzverschleppung in der vagen Hoffnung, irgendwann irgendwie dem Wunder einer, möchte ich mal sagen, alchemistischen Schuldentransmutation teilhaftig zu werden. Und also ich glaube nicht, dass es das gibt. Und es ist eher eine Perspektive, wie man das vielleicht auch in Japan schon gesehen hat, eine Art verlorenes Jahrzehnt oder etwas in dieser Richtung. Die Aussichten sind eben unklar trübe und ich denke, das wird auch so bleiben, solange man nicht die monetären Ursachen dieser schweren Krise in Betracht zieht. Und das ist eben das vorhandene Geldsystem. Und jetzt komme ich eben dazu, wie wir sagen können, dass der Übergang zu Vollgeld und die Aufstufung der Zentralbank zu einer Monetative, wie das die Staatsschuldenkrise beenden würde. Also nicht ansetzen bei irgendwelchen fiskalischen Maßnahmen oder bei Finanzmarktreformen, die in eigenem Recht sinnvoll und notwendig sein können, sondern es muss angesetzt werden am Geldsystem. Denn das Geldsystem, das ist sozusagen die Grundlage oder die Kernkomponente der Finanzwirtschaft an und für sich, so wie die Finanzwirtschaft ihrerseits eine vorlaufende Grundlage ist für die Realwirtschaft ist, die die Realwirtschaft konditioniert und ein großes Stück weit auch kontrolliert. Wenn ich die Finanzwirtschaft in Ordnung bringen will, dann muss ich das Geldsystem in Ordnung bringen, sozusagen eine ordentliche Ordnung schaffen. Und nicht eine ständig entgleisende Ordnung in Anführungsstrichen, wie wir jetzt haben.
Also um das von vornherein etwas zu relativieren, wurde heute ja auch schon mehrmals gesagt, hat Peukert schon gleich am Anfang heute gesagt, eine Vollgeldreform ist kein Allheilmittel, das nicht. Aber es ist eine notwendige Voraussetzung, dass auch andere Finanzmarktreformen überhaupt eine verlässliche Wirkung mit sich bringen können. Und trotz gleichwohl würde eine Vollgeldreform an und für sich, also für sich alleine schon, eine ganze Reihe bedeutender Wirkungen mit sich bringen. Und ich will mich nur auf die konzentrieren, die eben mit dem Staatsschuldenthema zu tun haben, nämlich die Staatsverschuldung. Es wäre möglich, so wie Kumhoff das eben ausgeführt hat, es wird möglich, Staatsverschuldung abzubauen, ohne dabei Forderungen und Verbindlichkeiten auf die brutale Schnelle zu kürzen. Und es wird möglich, die Haushalte auszugleichen, ohne eben in selbstschädigender Weise konsolidieren zu müssen, wie man das so euphemistisch nennt. Vielleicht noch einmal kurz zum Verständnis, dass wenn ich aneinander vorbeireden, was bedeutet Vollgeld? Das ist einfach die Kurzform für vollgültiges gesetzliches Zahlungsmittel. Also das hat eine bestimmte Bedeutung, diese Formulierung. Giralgeld, mit dem wir heute bezahlen, also die Guthaben auf unserem Girokonto, das ist kein gesetzliches Zahlungsmittel. Obwohl die Gerichte und das Finanzamt verlangt, darin bezahlt zu werden. Also ein eigenartiger Staat, der sich weigert, sein eigenes Geld anzunehmen und der verlangt, in Bankengeld bezahlt zu werden, über das er gar keine Kontrolle hat. Das ist ein sehr interessantes Sachverhalt. Also vollgültiges gesetzliches Zahlungsmittel und das stammt bei uns in Deutschland und in Europa ausschließlich von der Zentralbank, also nicht wie das Giralgeld von den Banken. Und es sind zwei oder drei, wie Sie, je nachdem wie Sie es zählen, Kernkomponenten, die eine solche Reform ausmachen. Erstens, die staatliche Währungs- und Geldhoheit, das sogenannte Geldregal, wird uneingeschränkt wiederhergestellt, indem eben alle zirkulierenden Zahlungsmittel gesetzliche Zahlungsmittel, also Vollgeld sind, die geschöpft und in Umlauf gebracht werden von der unabhängigen staatlichen Zentralbank, der Monetative, nicht einen Begriff, den wir uns zu eigen gemacht haben von Bernd Senf, Monetative in Anlehnung an Judikative, Legislative, Exekutive. Im Gegenzug muss die Giralgeldschöpfung der Banken beendet werden. Das ist gleich wie schon vor 100, 150 Jahren, als man das Banknotenmonopol geschaffen hat. Man hatte ja Anfang des 19. Jahrhunderts und Mitte des 19. Jahrhunderts teilweise ähnliche Probleme wie wir heute, nur in ihrer Dimension etwas kleiner. Und man hat damals erkannt, die Ursache des Übels lag darin, dass jede Bank ihre eigenen Zettel in Umlauf brachte. Die hießen deswegen, also Zettel, das waren Geldscheine, nicht? Man sagte dann auch Zettelbanken. So. Jede Bank machte ihr eigenes Geld. Und das führte eben zu gewissen Inflationsproblemen, das führte zur Verstärkung und Verfestigung von konjunkturellen und anderen finanzwirtschaftszyklischen Krisen und anderem mehr. Und deswegen hat man damals das Banknotenmonopol geschaffen im Verlaufe des 19. Jahrhunderts und Privatbanknoten sind seither untersagt. Und wir wollen dasselbe mit dem Buchgeld machen. Das ist das Prinzip. Die Buchgeldschöpfung, die Giralgeldschöpfung der Banken wird beendet und stattdessen entsteht eine vollständige Kontrolle über die Geldmenge durch die dafür zuständige Instanz, die zum ersten Mal historisch dann überhaupt die Geldmenge vollständig unter Kontrolle hätte, weil vor 100, 150 Jahren hatte sie das nicht, weil man damals das mit dem Giralgeld noch nicht erkannt hatte, aber auch damals das Giralgeld schon ein Drittel der gesamten Geldmenge ausmachte. Erheblich ist die Möglichkeit, in einem Vollgeldsystem neues Geld zusätzlich zur Geldmenge, neues Geld in Umlauf zu bringen, direkt über staatliche Ausgaben. Das ist sowohl für die öffentlichen Kassen als auch für das Zinsniveau der Geldbasis und andere mehr von sehr großem Vorteil. Und ein solcher Übergang von Giralgeld zu Vollgeld beinhaltet eine Reihe von Gesetzesänderungen, also nicht unbedingt einen großen Gesetzesakt, aber eine Reihe von verschiedenen Änderungen in bereits vorhandenen Gesetzen,
die vielleicht wichtigste Änderung, die Erweiterung des eben genannten Banknotenmonopols, seine Ausweitung zu einem umfassenden Geldmonopol. Bares und unbares Geld, das soll entstehen. Dafür muss man die betreffenden Gesetze eben in ganz geringer Weise eigentlich, es sind nur ein paar Wörter, die man da einfügen muss, das genügt schon. Damit wird die Zentralbank zur obersten Geld- und Währungsbehörde, eben zur Monetative, und sie besitzt dann die vollständige Kontrolle über die Geldmenge, was die wichtigste Voraussetzung überhaupt ist, um Ordnung in die Geld- und Finanzwesen hineinzubekommen. Ein sehr willkommener Begleiteffekt dieser Sache ist der, dass im Unterschied zu heute in einer Vollgeldordnung der Geldschöpfungsgewinn, der entsteht, ungeschmälert in voller Höhe den öffentlichen Haushalten zugutekommen würde. Heute haben die öffentlichen Haushalte von der Zentralbank nur den Zentralbankgewinn, der relativ gering ist. Den sonstigen Geldschöpfungsgewinn realisieren die Banken. Der ist positiv, allerdings sehr schwierig auszuweisen, weil es eben nicht ein positiver Geldfluss ist, den man irgendwo ablesen kann in der Gewinn- und Verlustrechnung oder in den Bilanzen, sondern es handelt sich um einen Vorteil in Form vermiedener Finanzierungskosten. Das ist der Vorteil, den die Banken in diesem System insoweit haben. Vermiedene Finanzierungskosten, ich sagte vorhin, sie müssen, wenn sie 100 Einheiten rausgeben an Chiralgeld, sie müssen davon nur 3% finanziert haben. Und die 97%, die sie nicht finanzieren müssen, das ist ihr geldwerter Vorteil, den man aber nirgends ablesen kann. Deswegen sagen die immer, wo steht denn das? Wir haben doch gar keinen Geldschöpfungsgewinn, nicht? So. Also um das genau auszurechnen, da muss man dann in der Tat ein Forschungsprojekt machen, damit kann ich mich jetzt nicht aufhalten. Ich persönlich denke, dass eine solche Reform es wahrscheinlich auch erforderlich macht, den Artikel 123.1 Lissabon-Vertrag zu ändern. Also dieser Artikel, der es der Zentralbank verbietet, etwas zur Staatsfinanzierung beizutragen, wenn die volle Seniorage, über deren Höhe ich gleich etwas sage, wenn die dem Staat, dem öffentlichen Haushalten zugute kommt, dann ist das an und für sich ein massiver Beitrag zur Finanzierung. Und es hat noch einen anderen Grund, dass eine zur Monetative aufgewertete und aufgestufte Zentralbank soll eben nicht mehr nur wie heute Länder of Last Resort oder vielleicht Länder of Least Reserve sein, sondern sie soll wieder und vor allem Issuer of First Instance, also Geldquelle in erster und auch einziger Instanz sein. Und sehr wichtig, sie soll das nicht mehr nur für die Banken alleine, sondern auch wieder für den Staat sein, also auch wieder Bank des Staates, nicht mehr nur wie bisher Bank der Banken. So, zum Abschluss zeige ich Ihnen noch zwei Zahlen. Hier, wenn Sie die zweite Zeile gucken, Deutschland, in erster Annäherung, das ist noch nicht das ganze Bild, aber in erster Annäherung, wir haben eine Geldmenge M1, das ist Bargeld und Chiralgeld, was im Publikum zirkuliert, in Höhe von etwa in Deutschland 1.400 Milliarden Euro. Und wenn nun diese Geldmenge, wie man sagt, potenzialorientiert erweitert wird, das heißt in Entsprechung des Wirtschaftswachstums, des erwarteten Wirtschaftswachstums vorlaufend, dann heißt es, wenn die Wirtschaft um 1% wächst, dann muss die Geldmenge unter sonst gleichbleibenden Bedingungen eben auch um ungefähr 1% vorlaufend mitwachsen. Und so können Sie ableiten, dass bei einer Geldmenge vorhanden von 1.400 Milliarden ein Wirtschaftswachstum von 1% eine originäre Seniorage, einen Geldschöpfungsgewinn für die öffentlichen Kassen in Höhe von 15 Milliarden Euro erbringt, bei 2% 28 Milliarden und so weiter. Und das sind dann Geldmengen, mit denen können Sie 1,1 bis 1,5 bis 3 und mehr Prozent des öffentlichen Gesamthaushaltes finanzieren. Also nicht nur Bund, Länder, sondern Gesamthaushalt, Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungs- und ähnliche Haushalte mehr. Der eigentliche Knüller aus heutiger Sicht und der immense Beitrag aus heutiger Sicht aktuell mitten in der Staatsschuldenkrise sind allerdings die Geldsummen, um die es auf dieser Tabelle geht. Gucken Sie auf die letzte Zeile, 2011 Deutschland. Da sehen Sie zunächst verschiedene Komponenten.
die in den zu substituierenden Geldbestand hier eingehen. Denn es ist ja so, das vorhandene Geld, wenn wir das Bargeld jetzt mal beiseite lassen, das ist Chiralgeld im Publikum, zwischen den Banken, wo auch immer. Und das wird im Zuge einer solchen Reform im Verlauf von 1, 2, 3, 4 Jahren, wird das ersetzt durch staatliches Vollgeld. Warum? Weil im Zuge der Tilgung offener Kredite fließt dieses Geld ja zu den Banken zurück. Es wird gelöscht bei der Zentralbank. Und damit die Geldmenge nicht drastisch schrumpft, muss dieses Geld sofort ersetzt werden durch neues Vollgeld. Und das ist ein Geldbestand, der hier zu substituieren ist, einmalig im Übergang, auch in Höhe von 1.400 Milliarden. Nun werden Sie wissen, dass die deutsche Staatsschuld, Gesamtschuld, schon bei über 2.000 Milliarden, also etwa 2.100 Milliarden liegt. Das sehen Sie hier rechts. Das bedeutet, wenn Sie, das ist eine reine Rechnung, ich sage nicht, dass man das machen muss oder soll, aber Sie können praktisch durch eine solche Reform maximal 66%, also 2/3 der deutschen Staatsschuld tilgen, ohne Heulen und Zähneklappern, ohne den Banken Abschreibungen zuzumuten, ohne Bilanzen in Schieflage zu bringen, ohne den Leuten harte Austerität zuzumuten, ohne zu schrumpfen, ohne mehr Arbeitslosigkeit. Und das ist der unmittelbare und stärkste und wäre der wichtigste Beitrag einer Vollgeldreform hier und jetzt. Denn sehen Sie, die Seniorage aus der Geldschöpfung und der Erstverwendung von Geld, das ist nach meinem Wissen der einzige Free Lunch, den es in der Ökonomie wirklich gibt. Die Ökonomen sagen ja, there ain't no such thing as a free lunch, aber hier ist einer. Denn dieses Geld muss jemand schöpfen und er hat den Free Lunch. Heute haben die Banken den Free Lunch. Das ist nicht einzusehen. Die Geldordnung ist eine Frage von Verfassungsrang. Und wenn so ein Free Lunch entsteht, dann gehört er in öffentliche Kassen und nicht privat vereinnahmt. So. Im vergangenen Jahr 2011 hatten wir ein realisiertes Wirtschaftswachstum von 3%. Und die Seniorage, die hier dem öffentlichen Haushalt entgangen ist, sind mehr als 56 Milliarden Euro. Das ist also die reguläre laufende Seniorage, das ist noch gar nicht diese einmalige Übergangsseniorage in sehr großer Höhe. Es ist mir unverständlich, warum gerade in Zeiten einer schweren Staatsschuldenkrise die Politik diese Option nicht ergreift, doch nur mit dem Ergebnis, um sich selbst, den Staat, weiterhin in einseitiger Abhängigkeit von den Banken und den Anleihemärkten zu halten. Das war es, was ich heute auch noch sagen wollte. Vielen Dank, dass Sie so lange zugehört haben. Erste Frage. Ja, Herr Professor Huber, Sie haben den EU-Vertrag angesprochen. Und dass das ja auch etwas Zentrales ist, was zunächst erstmal geändert werden müsste. Sehen Sie Möglichkeiten für regionale oder nationale Lösungen, die nicht auf EU-Recht letztendlich warten müssen? Rein hypothetisch schon, aber erstens denke ich, dass es realpolitisch nicht funktionieren würde. Ich persönlich würde es auch für gefährlich halten, weil im gegebenen Krisenkontext ein nationaler Alleingang bei solchen Reformen, das hätte zwangsläufig eine neonationalistische, antieuropäische Stoßrichtung oder Konnotation, würde so verstanden. Und ich glaube nicht, dass wir sowas machen sollten. Ja. Müsste die Vollgeldreform oder kann die Vollgeldreform mit dem vorhandenen Euro durchgeführt werden oder sollte der Euro im Zuge der Vollgeldreform ersetzt werden? Also daran haben wir noch nie gedacht, dass wir den Euro ersetzen wollen. Das ist auch schon die Antwort, warum soll er nicht mit dem Euro durchgeführt werden. Die Frage, die immer wieder auftaucht, ist eben die nach dem nationalen Alleingang. Und ich persönlich halte das für sehr gefährlich, bin da nicht dafür. Aber der Euro, wenn er denn bleibt, dann kann er da auch weiterbleiben. Ja, ich wollte fragen,
Was kann ich oder was können wir alle tun, um so eine Geldreform durchzuführen? Ja. Ja, das ist sozusagen, wie soll ich sagen, das ist die graue Seite eines solchen Ansatzes, denn das ist eine Reform, die von Staats wegen durchgeführt wird. Die muss als Reformpaket ins Parlament und Gesetzesform erlangen. Und das kann man eben nicht in Form von sozusagen Graswurzelrevolution von unten. Nicht? Graswurzelrevolution von unten kann ich Lokalwährungen, Komplementärwährungen auf lokaler Ebene ins Leben rufen. Da kann ich mitmachen, da kann ich sehen, wie es funktioniert. Aber ich kann jetzt nicht, sagen wir mal, experimentell anfangen, bei interessierten Banken Vollgeldkonten einzurichten. Das geht nicht. Ja, das würde aus verschiedenen Gründen nicht funktionieren. Es wäre für die betreffende Bank auch ein ungeheurer Wettbewerbsnachteil. Also es wäre Unfug. Warum? Weil das Geld ist Teil der Rechtsordnung. Die Geldordnung ist eine fundamentale Komponente des öffentlichen Rechts. Es ist kein Bestandteil des Privatrechts. Das ist Banking-Doktrin, so zu reden, nicht? Und deswegen, was man machen kann, ist praktisch sich engagieren, sich politisch engagieren, eben als Bürgerinitiative, um für diese Reform eben zu mobilisieren und Meinung zu bilden und Willen zu bilden. Das ist ja, was wir versuchen, weshalb wir die Monetative begonnen haben. Ich bin genau auf der Suche immer, wie setzen wir das durch, wie machen wir das jetzt? Und da gibt es einmal eine Initiative von Johannes Heinrichs, Professor Heinrich, der hat 3 Jahre den Barrow-Lehrstuhl gehabt und hat vorgestellt, Demokratie fortzuentwickeln, sachorientiert verantwortliche Politiker zu wählen. Und im Wahlkampf wird ein Wirtschaftsparlament gewählt. Und die werden gefragt, wie definieren Sie Geld, wie definieren Sie Volkswirtschaft, umlaufgesicherte Indexwährung, kennen Sie das? Und das alles kann man dann im Wahlkampf diesen Politikern, die gewählt werden wollen, fragen. Das zweite Parlament ist, also im Wirtschaftsparlament gilt das Prinzip Solidarität, jeder gehört dazu, jeder muss sein Auskommen haben. Und Verwaltung und Recht ist also Egalität, ein ganz anderes Prinzip, und Bildung, Kultur ist Prinzip Freiheit. Die Politiker bringen das alles immer durcheinander. Und dann Grundwerte, Ethik, Parlament, Dignity. Ja. Und das andere ist, diese Veranstaltung hätte ich gerne als Veranstaltung im Rahmen des UN-Jahres der Genossenschaften. Ich war in Wien in der Konferenz und habe gesagt, wir wollen gerne im UN-Jahr der Genossenschaften Mitte September, wir wollen gerne das verbinden mit korrekter Wirtschaftsbasisbildung in Schulen. Und die haben dann zugestimmt, die Genossenschaften und Raiffeisen-Koryphäen und Experten und eben der Familienkammer. Und jetzt noch eine Frage. Am 18.11. ist Jean Ziegler hier in Berlin, am 17. und am 18. Am 18. ist er in DT, eine Diskussion mit Giesen. Und Jean Ziegler, wie? Nein, das Jean Ziegler hat uns zugesagt, er würde gerne Bildung, Basisbildung, Wirtschaft, ja, für die Schulen, Cornelius ist vorbereitet, und die Familienkammer bei dem Termin mit vorstellen. Können Sie da mit uns kooperieren, dass wir gemeinsam Cornelsen, die Schulbücherverlage ansprechen, was muss da jetzt rein? Naja, also Sie haben ja nun die Gelegenheit genutzt, um auf verschiedene Aktivitäten hinzuweisen, das ist auch legitim. Und also was wir machen können, ist eben in der Tat, wie Sie es angedeutet haben, das tun wir auch. Wir sprechen Politiker an, wir sprechen die Wissenschaft an, wir versuchen das Thema auch über die Medien zu transportieren, in die Breite zu transportieren. Und sicherlich ist es eine Möglichkeit, in bestimmten Kontexten wie Wahlen bestimmte Politiker auch ganz gezielt anzusprechen. Selbstverständlich. Ich weiß, das System der klassischen Wechselakzepte hat an Bedeutung verloren durch die Elektronifizierung des Zahlungsverkehrs, aber wenn dennoch die Frage, wenn ich als Unternehmer ein Wechselakzept ziehe auf einen anderen Unternehmer, schöpfe ich dann Geld? Und wenn das so ist, ist das mit einem Vollgeldsystem auch noch möglich? Ja, also das ist ein Kreditierungsvorgang, und Kredit ist in einem Vollgeldsystem in jeder Form wie bisher auch möglich. Der Unterschied ist einfach, es muss ein Vollgeldkredit sein. Das heißt, kein Kredit,
also keine Forderung auf Geld, sondern wirkliches Geld. Und ich meine zwischen zwei Partnern, wie Sie andeuten, also in der Industrie, kann ja Lieferkredit geben, nicht? Anschreiben lassen, kann man ja machen, dagegen ist nichts zu sagen und dafür kann ich einen Schuldschein haben oder einen Wechsel. Die Frage ist immer, ob diese Papiere zu zirkulieren beginnen, ob sie praktisch als Abmachung zwischen zwei Partnern bleiben oder ob diese Wechsel oder Papiere auch immer allgemein zirkulieren als Zahlungsmittel. In dem Moment wäre es eine neue Form der Geldschöpfung, die müsste man unterbinden. Das ist natürlich sozusagen Sinn und Wesen des Wechselabzektes, dass es zirkulieren kann und an Zahlungsstatt weitergegeben werden kann. Deswegen stellt sich mir die Frage. Ja. Also das können wir gerne mal im Detail vertiefen. Von unserer Seite her ist der entscheidende Punkt schon der, ob diese Wechsel oder Schuldschein oder wie immer man das nennt, ob die zirkulieren im Sinn des Wortes. Also dass sie wirklich breitere Akteurskreise erreichen. Dann ist das eine Form der Geldschöpfung, welche eine Kontrolle der Geldmenge tendenziell unterlaufen würde. Aber wenn das in gewissen Grenzen bleibt, natürlich nicht. Ja. Dann sage ich herzlichen Dank, Josef Huber. Herzlichen Dank auch für Ihre Aufmerksamkeit.